Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Resident Evil Revelations für den Nintendo 3DS. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Resident Evil Revelations, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, es ist das Spiel Resident Evil Revelations für den Nintendo 3DS. Und zusätzlich zu diesem Spiel haben wir hier noch das Circle Pad Pro mit dabei. Also so ein Bundle mehr oder weniger von Spiel und Hardware. So sieht das aus. Das ist die Box. Hier ist beschrieben, was sich darin befindet. Dann das Artwork des Spiels ab USK 16. Dann haben wir hier noch einmal veranschaulicht dieses Circle Pad und wie das hier mit dem Nintendo 3DS zu verwenden ist. Und das Spiel ist natürlich auch mit dabei. Ja, das Spiel ist von Capcom. Auf der Seite hier nochmal veranschaulicht der Inhalt dieser Box. Und auf der rechten Seite noch einmal Infos zur 3D-Funktion. Okay. Und auf der Rückseite haben wir dann noch die Infos zum Spiel in allen möglichen Sprachen. Ja, technische Daten, Barcode. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Also hier oben lässt sich das Ganze öffnen. Und dann kommt uns auch schon der Inhalt entgegen. So, wir haben hier einmal das Circle Pad, diverse Broschüren und Infos, das Spiel natürlich. Und jetzt ist das Ganze leer. So, wir haben hier einmal das Spiel. Das kommt hier auch wieder mit Infos, also mit so kleinen Booklets, mit Handbüchern. Und zwar jede Menge, weil man hier wirklich jedes Handbuch separat gemacht hat, also die verschiedenen Sprachen. Uns interessiert dann eher dieses hier, Bedienungsanleitung. Die restlichen Sprachen erspare ich euch mal. So, was haben wir hier noch? Genau, die Infos zu diesem Circle Pad. Da gibt es auch wieder ohne Ende verschiedene Sprachen. Und dann haben wir noch natürlich das Teil an sich. So, das holen wir auch mal raus. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir starten natürlich mit dem Spiel an sich. Das ist dieses hier, Resident Evil Revelations Nintendo 3DS. Auch hier natürlich wieder mit dem USK 16er gebrandet. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Und auf der Rückseite haben wir die Infos bzw. Fotos vom Spiel. Barcode, technische Details. So, hier geht's los. Als erstes bekommen wir hier ein gratis Geschenk. Also hier können wir dann uns ein gratis Geschenk holen. Einfach hier diesen PIN-Code aufrubbeln. Und den können wir dann hier auf clubnintendo.com scheinbar einlösen. Dann gibt es ja auch wieder jede Menge Zettelwesen, Broschüren, ja, Bedienungsanleitung, Garantie, alles Mögliche. Das ersparen wir uns jetzt. Und das Spiel an sich sieht dann so aus. Das ist das Spiel und hier ist dann noch Blutspritzer-Artwork. Gut, so viel zum Spiel. Als nächstes haben wir dann das Circle Pad, also das ist hier so ein Rahmen, in den man dann den Nintendo 3DS reinpacken kann. Und hier haben wir dann entsprechend den Knopf, den man hier entsprechend drehen kann. Und so sieht das aus, Nintendo 3DS. Ja, auch das hier entsprechend geformt, dass das hier gut in der Hand liegt, dass man das hier gut halten kann. Und hier oben haben wir natürlich auch noch Tasten L und R. Ja, das ist das Circle Pad, das wir hier zu diesem Spiel haben. Und dann haben wir hier noch zum Spiel diese Bedienungsanleitung. Die werde ich jetzt nicht im Detail durchgehen, aber wir sehen schon, also wir haben hier so diverse Sachen erklärt. Die Geschichte, ah genau, hier ist ein Inhaltsverzeichnis.
Geschichte, Charaktere, Titelmenü, Kampagnenmodus, Steuerung, Spielsystem, Anpassen, Optionen, Missionen, Streetpass, Raubzugmodus, Hinweise. Also, all das kann man sich hier nochmal durchlesen und dann kriegt man hier noch etwas mehr Informationen zum Spiel oder auch Tipps und Tricks, wie man dort besser überlebt. Ja, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal hier die Gebrauchsanleitung, die Bedienungsanleitung in unfassbar vielen Sprachen. Ebenso wie hier die Hinweise zu dem Circle Pad, wie das genau zu verwenden ist. Das Circle Pad an sich und natürlich das Spiel Resident Evil Revelations für den Nintendo 3DS. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Resident Evil Revelations für den Nintendo 3DS inklusive Circle Pad Pro. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Resident Evil Revelations unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.